Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein kleiner Bruder und ich, wir befinden uns gerade in Köln. Und wir sind hier wegen des Fußball-Events von Trimax, der große Kick. Da packen wir es auch gleich hin und ich werde da ein dickes Wettessen abdrehen. Zuallererst gehen wir aber mal was Kleines frühstücken, beziehungsweise eigentlich ein Mittagessen. Wir sind richtig verspätet hier angekommen und wir packen es zu dem Laden, den ihr wahrscheinlich schon tausendmal irgendwo gesehen, gehört habt. Die Rede ist vom Café Buhr. Also wenn ich an ein Influencer-Café in Deutschland denke, dann ist es dieses Café. Und ich war da einmal schon und habe es probiert, aber ich wollte noch mal gucken, ob das was kann oder nicht. Und jetzt ruft mich gerade noch unser Taxi an, glaube ich. Ja, hallo, schöner guten Tag. Taxi aus Köln. Jo, servus. Ja, der findet diese Adresse in Ja, das ist das Motel One, da hättest du einfach die Straße reinfahren müssen, aber ich komme dir gerade schon entgegen, zur Straße vor. Ach so, cool. Hier in Motel One, genau. Wo die Messe ist. Genau, genau. Ja, dann gehe ich einmal und sind Sie auf der Straße, wo die Baustelle? Ja, genau. Ich komme gleich. Jo, bis gleich. Bis gleich. Ciao. Wir haben ein Taxi bestellt, weil wir es dann nämlich jetzt hinpacken und den Laden einmal abchecken werden. Wie ist bei dir der Hunger so von 1 bis 10? Ich hab sehr Hunger. Wir haben noch nichts gegessen heute, ne? Nein, gar nichts. Worauf hast du Bock jetzt so? Auf irgendwas Süßes mit Sahne oder so. Was Süßes? Die haben Pancakes mit Nutella gefüllt und mit Sahne und allem drum und dran. Einen richtig geilen Chef. Nee, auf den Döner hätte ich jetzt eigentlich mehr Bock sogar. Wirklich? Ja, auf den Döner oder auf Bohnen, irgendwie sowas, ich weiß nicht. Bohnen? Ja, die sind endgeil. Döner oder Bohnen? Bro, das ist eine sehr wilde Kombi. Naja, auf ins Taxi, auf zum Café Buhr. Ciao. Ciao, ciao. Wir sind angekommen, dezente Schlange. Jetzt dürfen wir erstmal anstehen für unser Essen. Und 41 Minuten später haben wir einen Tisch bekommen, Finn. Was sagst du dazu? 41 Minuten warten, dass man einen Tisch bekommt. Essen. Bist du gespannt auf Essen? So. Ich tippe mal drauf, dass Finn sich diese süßen Pancakes mit Nutella bestellen wird. Die hatte ich, glaube ich, schon mal mit Dodo und es gibt, wenn mich nicht alles täuscht, Menemen. Ich bin, glaube ich, mit was Gesunden unterwegs, aber ich muss sagen, ganz ehrlich, so lange warten, dass man halt rein kann, das kenne ich von Elis Döner in Berlin, wo ich zuletzt war. Aber das ist halt schon unangenehm lang. Also das, irgendwann ist halt dann der Punkt erreicht, wenn du schon eine halbe Stunde stehst, sagst du, jo gut, wenn ich jetzt gehe, dann bin ich eine halbe Stunde sonst gestanden, ne? Beim Süßkram auf der Karte gibt es richtig geilen Shit. Es geht los mit Foodporn, heißer Pancake, Vanilleeis und geschmolzenen Nutella, Blueberry White Chocolate French Toast, auch sehr geil, hatte ich aber in den USA recht viele, Kaiserschmarrn mit Sauerkirschen, Vanilleeis und Lotus Biscoff-Creme, Tropical Pancake bin ich raus, perfekt vegan Pancake, auch nicht. Also entweder Kaiserschmarrn würde ich sagen oder den Foodporn. Du darfst entscheiden, was nehmen wir, Kaiserschmarrn oder Foodporn? Kaiserschmarrn. Mit Lotus Biscoff-Creme, das wird wild. So, was hast du dir bestellt, Finn? Kaiserschmarrn kommt übrigens gleich, Leute. Keine Ahnung, Sucuk Kaligali heißt es. Was hast du vorhin gesagt mit Sucuk? Du hast einmal gegessen und seitdem kannst du nicht mehr die Finger davon lassen, oder was? Ja, hat mein Leben verändert. Bei mir gibt es hier ein Rührei mit Lachs, weil ich noch Eiweiß brauche. Dazu hier so ein bisschen eingelegtes Gemüse, Toastscheibe, ein Flat White, den ich schon angebrochen habe. Da ist auch gerade schon der Kaiserschmarrn gekommen. Ich sag normalerweise immer das Süßeste erst, Leute, aber ich will euch ein bisschen Spannung geben. Oh mein Gott. Wir haben hier sogar wirklich mit so einer Lotus-Biscoff-Creme. Bro, die hier rüber machen, das könnte sehr wild werden. Holy shit, Mann, das wird krank. Naja, erstmal das Gesunde. Cheers. Wenn du zu gierig bist und dir den ganzen Mund verbrennst, obwohl es zu heiß ist. Dir schmeckt's? Bist du happy? Wie würdest du den Geschmack beschreiben, anstatt immer nur mm? Lecker. Ist ziemlich lecker. Ist ziemlich lecker? Also auf einer Finn-Skala so von 1 bis 10, was würdest du dem geben? Schon so eine 8 oder 9. Eine 8 oder 9. Wir nehmen noch kurz zum Neutralisieren hier einen Schluck Kaffee. Das hier wurde mittlerweile verdrückt. Gute Ladung Eiweiß gewesen, aber es hat einen leicht eisenmäßigen Geschmack. Vielleicht kommt das von der Pfanne oder so. Es hat wirklich so ein bisschen nach Eisen geschmeckt. Das war ein bisschen negativ. Das muss so ein richtig fetter Bissen sein. So. Boah. Vielleicht brauche ich mehr von der Lotus Biscoff Creme. Das Vanilleeis hat es schon sehr erschlagen. Mmh. Boah. Das kommt sehr, sehr gefährlich, Leute. Das ist für eine Diät oder so, für gesunde Ernährung ganz, ganz gefährlich. Aber sich das zu zwei teilen, ist von der Größe her, würde ich sagen, eigentlich ganz richtig. Für jeden so eine Kugel Eis, bisschen was hiervon. Wir machen gleich noch ein Wettessen in der Arena. Passt perfekt, dass wir davor jetzt dann schon sowas essen, ne? Naja, dann lassen wir uns das hier mal noch schmecken, würde ich sagen. Probieren das mal noch, unseren schönen Cheat hier. Kaiserschmarrn ist eine der geilsten Sachen, die man essen kann. 56 Euro bin ich ärmer. Wie hat es dir geschmeckt, Finn? Was sagst du? War sehr lecker. Was gibst du deinem Sucuk-Ei von 1 bis 10? Boah,
so eine stramme 6, aber da war voll wenig. Also da war entweder das Sucuk drin. Das ist die Kritik. Bin schon ordentlich gegeizt. Okay, was gibst du dem Kaiserschmarrn? Der war nice, der ist schon so eine 8. Ich muss sagen, also ich hatte es deutlich teurer in Erinnerung. 56 Euro ist eine Menge Geld. Vielleicht habe ich jetzt auch einen falschen Maßstab, weil ich aus München komme. Aber an meinem Geburtstag waren Sophia und ich auch brunchen und da hatten wir wirklich jetzt nichts Besonderes. Und da weiß ich, dass so ein bisschen Avocado-Toast mit Ei irgendwie schon 17 Euro gekostet hat. Deswegen, der Kaiserschmarrn war am teuersten mit 15 Euro. Ist jetzt für mich subjektiv ein bisschen zu viel, aber ist noch so im Rahmen, Inflation und so weiter und so fort. Und auch ansonsten für Finns Essen, glaube ich, 11 Euro, 10 Euro, ein Kaffee 3 Euro. Es ist okay, Digga. Es ist jetzt nicht mega wenig, aber es ist okay. Aber dafür, dass man so lange ansteht, wäre es mir das nie im Leben wert, da hinzugehen. Der Service war auch nett, die Mitarbeiter, die Angestellte waren nett. Kann auch sein, dass sie die Kamera gesehen haben. Der Obstsalat war auch frisch, Wasser ziemlich wenig für 7, 8 Euro. Ich bin mir aber sicher, dass man da in Köln für das gleiche Geld irgendwo anders viel besser frühstücken kann, weil im Endeffekt war das alles jetzt im Großen und Ganzen wahrscheinlich so eine 7 von 10 würde ich dem, glaube ich, geben. Das rundet es eigentlich ganz gut ab. 7,5 von 10, 7 von 10. Jetzt packen wir es auf zum Rewe, kaufen ein paar Lebensmittel ein, die wir dann bei einem Wettessen gegen ein paar YouTuber. Du wirst mich wahrscheinlich filmen, nicht essen. Bist du satt? Ja, ich bin satt. Ja, ich bin auch ein bisschen satt. Es hat mich ganz schön gesättigt. Es ist natürlich richtig schlau, sowas zu essen, bevor man Wettessen macht gegen andere, aber das bin ich. Dafür kaufen wir jetzt ein bisschen Kram ein. Let's go! Freunde, wir sind im Hotelzimmer mit diesem Ausblick runter auf die Kölnmesse Deutzbahn im Motel One. Finn, hier waren wir zuletzt der Gamescom, ne? Ja. Wir haben alles Mögliche an Sachen besorgt, unter anderem Toast, Milchschnitten, Reiswaffeln. Hier ist noch Zitronensaft, Ingwer und so weiter und so fort drin. Wir werden ein paar Wettessen mit anderen YouTubern durchgezogen. Ich bin mal gespannt, ob die mitmachen. Als eventuelle Strafe muss ich mir eine Augenbraue abrasieren. Finn und ich haben beide überlegt, was wohl das Schlimmste ist, was man sich abrasieren kann. Und es ist mit Abstand die Augenbrauen. Nur mal so als kleinen Vergleich für euch. Ohne Augenbrauen würde ich so aussehen. Und ich finde, das schaut ein bisschen crazy aus. Noch heftiger wäre es, wenn man dann auch die Wimpern wegrasiert und die Haare. Wir packen es auf jeden Fall zu dem Event. Ich spiele nicht mit. Ich bin einfach nur als Zuschauer da. Und ich hatte euch doch mal den Boxkampf in einem Video angeteasert. Der wäre heute eigentlich gewesen. Aber es ist aus verschiedenen Umständen nichts zusammengekommen, leider. Wenn aber da was kommt, ich bin auf jeden Fall offen. So ein Boxkampf, da wäre ich schon am Start. So, wir sind jetzt angekommen, Leute, in der Arena und für mich wird auch schon applaudiert. So schaut das Ganze aus, Lanxess Arena. So wie ich das verstanden habe, ist das Ganze so zu einem Drittel ungefähr ausverkauft. Und wir schauen das ganze Spiel jetzt von da vorne an. Wir haben da die Plätze, hinter mir hockt Tom Supreme. Lukas und Randy kommen auch noch gleich, die kennt ihr ja auch. Digga. Ja, alles gut? Wen haben wir da, ja? Hallöchen, was geht da? Ja, der Flo Wier, der... Hast du Bock oder was? Ja, dass du gewinnst wenn auf jeden ich, Fall. Wenn ich ein Tor schieße, ja. Wo sitzt du? Hier vorne. Da vorne? Ja. Wenn ich ein Tor schieße, ich lauf. Kannst du mir irgendwas mit deinen Eiern machen, bitte? Die raus. Mach den hier. Ich zeig dir, wie du das machst. Machst du den hier? Dann fährst du hier einmal durch. Und dann macht das Herz für dich. Ja, Mann. Das wär's nicht. Wie groß ist die Aufregung? Jetzt tatsächlich gar nicht mehr so. Ich bin das erste Mal bei so einem Event mit dabei. Ja. Jetzt hat sich's gelegt. Glaube ich dir nicht. Doch, real talk. Du wirkst aber aufgeregt. Echt? Ja. Ich bin aufgedreht. Aber aufgedreht, ja, okay, ja. Gut, das ist ein Unterschied. Ich hab Bock. Also ich würde mir richtig einen einscheißen, ehrlich gesagt, dass ich also in den wichtigen Sekunden einfach verscheiße. Und dann, weißt du, dann nagtest du die ganze Zeit. Dann denkst du dir so, hätte ich da getroffen. So, dafür bin ich vielleicht der Ehrgeiz zu groß. Ja, ja, aber. No excuses. No excuses. Nur, dass ihr auch guckt. Oh, hallo. Oh, hallo. Hey, Digga. Was geht? Ich bin in Deutschland. Ja, mich geht's auch in Deutschland, Digga. Digi, dass ich dich hier heute sehe, noch dazu im Team 7 in the Wild. Ja, du weißt Bescheid. Scheinbar habe ich, ich weiß gar nicht mehr, irgendwann ganz am Anfang habe ich schon gesagt, ich habe Bock mit Dave im Team zu spielen. Jetzt bin ich 7 vs. Wild Team gelandet. Ja. Aber ich sag dir so viel, wir geben alles heute. Also ihr geht als so, sag ich mal, von der Verfassung her, von der körperlichen, als Favoriten rein. Ihr habt Sascha Huber im Team, ihr habt Flo im Team, ihr habt Fritz Meinecke im Team und die haben halt alle ein Defizit, weil sie alle ein bisschen gekatert sind, ne? Aber das sind alles Favoriten, was körperliche Physis angeht, aber nicht unbedingt auf Fußball optimiert, weißt du? Weil die sind stark, die sind Schränke, so, aber ich glaube, Fußball spielen kann man deshalb noch nicht, das habe ich ein bisschen Kannst Angst. Du Fußball spielen? Geht so. Also ich habe nur einmal als kleines Kind für ein Jährchen gekickt und wir spielen aber immer einmal die Woche Soccerhalle, also ist okay. Okay, ja gut, ja. Dann könnten die Skills schon ein bisschen am Start sein. Wie sehr bist du aufgeregt? Das Ding ist, dadurch, dass ich mit, also ich habe mitbekommen, wie sich alles gefüllt hat, dadurch geht es, aber schon aufgeregt, Digga. Gerade vom ersten Spiel, Feierabend. Bisschen Angst schon, muss ich sagen. Ich habe schon gesagt, ich würde mir richtig einen einscheißen, Digga. Also vor allen Leuten hier. Und dann ist ja noch dazu, wird das ja auf Join übertragen, ne? Ja, ja. Man weiß gar nicht, wo die Kameras, also eine Kamera haben wir hier, da drüben. Das ist schon ein Film, Alter. Ich sag Was schätzt du, wie viele Leute schauen dazu? Also online, keine Ahnung, aber hier vor Ort wohl 5.000, meinte Trimax. Ja, hier 5.000 und im Online nochmal 30, 40, 50, 100.000 so. Ja. Und dann noch kommen noch im Nachgang, wenn du verkackst, die Clips. Deshalb besser sich zusammenreißen. Nix, keine Fehler. Ah. Es geht.
Viel Erfolg im Spiel, ne? Danke dir, danke dir. So, Freunde, wir haben noch Besuch bekommen. Wie geht's euch? Der liebe Lukas. Geht und herzlich willkommen in Köln. In Köln. Und der liebe Randy. Was geht, Leute? Alles fit? Der jetzt seit neuestem Münchenverbot hat. Habe ich ihm gerade eben schon mal persönlich ausgesprochen. Er ist ein bisschen sauer auf mich, aber ihr könnt mich gerne mal in den Kommentaren verteidigen. Julian muss Randy lieben. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Wir sind ja eigentlich Münchner. Wir sind ja eigentlich ein Stück weit verbunden. Auch. Ganz kurz, wer wohnt mehr in München drin, du oder ich? Aha. Du wohnst nicht mal mehr in München, du wohnst in Wien. Ja, okay. Aber habe ich auch Münchenverbot eigentlich in der Wiesensache? Für dich ist es nicht, du bist kein Münchner. Du warst sogar noch mehr Bayer, weil, schau dir mal, Thema Bier. Er bestellt sich einen Bitburger, du bestellst dir wenigstens eine Schneiderweiße. Ich bin kein Biertrinker, ich bin nur Trinker. Wir lassen das genau da stehen, ich bin kein Biertrinker, Punkt. Kommen Köln! Wir in der Langsess Arena begrüßen mit hier den Veranstalter Tribe. Wir können es nämlich alle nicht mehr hören, aber damit kann man mal ganz gut den Sound checken. Ihr kennt es. Jodi, 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 jodi. Der glaube ich mit der Kondition kein Problem hat. Servus! Haben wir die Maschine natürlich. Ja, McDonalds war jetzt am Start bei dir. Ja, das ist ein bisschen was anderes, gell? Du hast ihn super gehalten. 700 Gramm zugenommen. Nur? Ja. Das wundert mich jetzt nicht. Wie hoch ist der Alkoholpegel doch, Sascha? Ah, 3 Stunden gepennt, Alkoholwegen, geht so. Und du hast ihn auf jeden Fall Infusion geballert. Ja, ich hab's gesehen. Hast du gestern auch was getrunken? Ja. Das ist sicher. Muss auch was sagen. So, und wir haben mittlerweile einige Stunden später, Leute. Wir haben jetzt das Halbfinale. Es spielt Amar gegen Team Revi. Und da muss man ganz ehrlich sagen, Leute, das ist mal so Real Talk. Das ist für mich wirklich auch ein bisschen surreal, auf so einem Event zu sein, weil ich selber jemand bin, der zum Beispiel mit dem Kollegen da vorne, mit InScope, mit seinem Content groß geworden ist, das immer noch gerne schaue, geht drüber lache, hier mit unsympathisch. Also ich bin auch nur einfach so ein Typi, der hier ist, genauso wie ihr. Und daneben solchen Leuten zu stehen, ist auch für mich ein bisschen surreal. Was ja auch witzig ist, ist er und ich. Was haben wir gemeinsam? Unsere Freundinnen haben nicht nur einen Hund daheim. Das lassen wir einfach mal so stehen. Bevor das nächste mit Essen ansteht, muss ich mal ganz kurz Props an das Gewinnerteam von Marc Eggers aussprechen. Die haben richtig rasiert heute. Da vorne sind sie gerade. Das ganze Event war richtig, richtig spannend. Ich persönlich hatte als Favoriten das Team um Visca Barca aufgestellt, aber die sind ziemlich früh rausgeflogen. Wir haben 22.30 Uhr, wir sind echt fix und fertig. Jetzt geht's auf zurück zum Hotel. Wir haben noch nichts wirklich zum Abend gegessen. Ich weiß nicht mehr, ob wir jetzt noch was essen werden oder nicht. Wir haben eine Menge für dieses Wettessen gegen andere YouTuber gedreht. Ein anderer war auch Sascha Huber dabei. Also dicker Kuss geht da raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst lieben gerne einen Daumen da. Ich fand das Event sehr nice. Und es ist mir immer eine Ehre, da am Start zu sein. Wie fandest du es? Cool. Cool. Das war Finn. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Over and out. Ciao, Leute.